Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Eve mit Princess. Und wir... Ich muss den Ton lauter machen, sonst höre ich nichts. Es regnet gerade. Es tut mir jetzt schon mal leid, falls man das hört, dass es regnet. Über Mikro. Ja, es geht jetzt endlich weiter mit neuen Folgen. Yay! Die Macht eines Streits. Beziehungsweise die Kraft halt Force. Das ist eine Macht, eine Kraft. Ich kann es gerade. Die Kraft eines Streites wäre wahrscheinlich besser. Oh, eine Vase. Brauchen wir aber gerade nicht. Oh! Eve, da ist eine Vase auf dem, bei dem anderen Weg. Lass uns sie nur zur Sicherheit besuchen. Nein, wir sind voll, Gary. Ich hab's doch verstanden. Wieso denn? Ach so, wahrscheinlich hat Mary. Mary hat bestimmt auch eine. Sag. Sehen, dass ich und Eve beide Rosen haben? Mary, hast du auch eine Rose? Ja, habe ich. Eine gelbe Rose. Ah, es ist wahr. Ihr beide müsst sie sicher halten. Wagt es ja nicht, sie zu verlieren. Und gibt sie niemanden. Und? Wow! Eves Rose ist rot. Meine Rose ist gelb. Ich mag gelb, aber ich mag auch pink. Oh, und blau. Lerne zuzuhören, würdest du? Okay. Ja, das Mädchen ist ziemlich impulsiv. Beziehungsweise nicht impulsiv, hört nicht wirklich zu. Ein kleines Kind eben. Eine Notiz. Ich habe mir vergessen, einen Wecker zu machen. Ich Schlaukopf, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufnehme, tut mir leid. Which one could it be? Welches könnte es sein? Das soll mir bestimmt einen Hinweis geben. Da sind zwei Türen. Und ein Gemälde. Ein Gemälde. Blumen der Eifersucht. Da kommen wir rein. Oh mein Gott, Hasen. Ganz viele Kuchen Hasen. Beziehungsweise wahrscheinlich... Ja, okay, süße Hasen wahrscheinlich, aber trotzdem creepy. Okay. Which one could it be? Welcher könnte es sein? Ich denke mal, das ist auf die Hasen bezogen. Gott, das ist creepy. Hallo, komischer Knuddelhase, der creepy ist. Rote Augen. Die Liebe von... Dieses Gemälde, dieser Raum. Wieso ist es so... Halt, wenn man sich unwohl fühlt. Man fühlt sich unwohl halt. Hä? Wirklich? Ich denke, es ist süß. Was daran ist süß? Ich denke einfach, dass es so ist. Was ist mit dir, Eve? Okay, Eve. Also wenn ich ein kleines Kind wäre, würde ich es wahrscheinlich vielleicht auch süß finden. Ich will es streicheln! Eve, magst du wirklich diese Art von Ding? Ich kann es nicht... Halt, sein Magen. Halt, I can hardly stomach it. Ich kann es nicht übersetzen. I can hardly stomach it. Ich kann es gerade so verdauen. Gary, du bist einfach nur komisch. Ihr seid die Komischen. Oh, vergesst es. Lass uns diesen Ort untersuchen und sofort hier rausgehen. Ich fühle mich, als würde ich beobachtet werden in diesem Raum. Reden wir über... Dings da. Schon wieder das komische Wort. Ruin of the Heart. Ruin des Herzens. Wenn dein Geist zu viel leidet, wirst du bald anfangen zu halluzinieren. Und am Ende wirst du zerstört werden. Und noch sorgsamer ist, dass dir dieser Fakt nicht einmal bewusst werden wird. Jesus Christ, ich wollte gerade nur das Buch angucken. Okay. Es geht ab. Das Hasenornament ist kaputt. Irgendwas leuchtet zwischen den Scherben. Wir haben den Violet Key. Das ist doch viel zu einfach. Ich habe doch gar nichts gemacht, außer das Ding zu lesen. Seriously?
Okay. Wir haben den Schlüssel. Ich weiß schon. Oh oh. Was geht ab? Ein Geräusch kommt vom Gemälde. Hä? Das Geräusch kommt näher. Irgendwas ist vom Boden hochgekommen. Das ist schlecht. Geht von dem Gemälde weg. Eve, pass auf. Nein, Gary! Nein, 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 nein. I don't like this. Ich mag Gary. Warum ist Gary? Nein! Seid ihr beide in Ordnung? Ah, das hat mich erschreckt. Eve, bist du verletzt? Nein. Gut. Gut. Aber mit diesem Ding im Weg kann ich nicht rüberkommen. Vielleicht kann ich das runterschneiden? Warte, was ist das? Diese... nicht Venen. Die komischen Dinger da, die grünen Dinger da, sind aus Stein gemacht. Was tun? Hey, Eve! Du hast einen Schlüssel in dem Raum bekommen, richtig? Vielleicht dieser Schlüssel. Öffne die Türe da drüben. Wir finden vielleicht etwas... We might find something to get rid of these. Ah, wir finden vielleicht im anderen Raum etwas, um das da loszuwerden. Sollen wir schauen gehen? Ja, wir haben keine andere Wahl. Hm, gut. Ich frage mich, ob ihr beiden okay sein werdet. Wir werden in Ordnung... in Ordnung sein. Richtig, Eve? I don't read another split up. Ja, aber ich muss ja wohl. Der kann ja nicht da bleiben. Schau, Eve denkt aus. Denkt auch, dass wir halt. Eve denkt, dass wir in Ordnung sein werden. Hm, ist das so? Nun gut, ich denke, es ist ein Versuch wert. Aber falls ihr nichts findet, dann kommt auf jeden Fall wieder zurück. Auf geradem Wege zurück, so. Okay? Dann denken wir drüber nach, was wir tun können. Yeah! Verstanden! Okay, lass uns gehen. Gary! Seid vorsichtig, ihr beiden. Gary! Ich habe das Gefühl, der Speicher ist nicht ohne einen Grund hier. Ich speichere mal wieder oben. Okay, wir haben den Violet Key benutzt. Ach du Kacke. Hello. Eine kopflose Statue. Schaut so aus, als würde das kaputt gehen, wenn du es schlägst. Viel zu schwer zum Bewegen. Aber viel zu schwer zum Bewegen, so. Ah, es ist mit gelbem Malpapier gefüllt. Was ist da drin? Es ist gefüllt mit verschiedenen Arten von Farbe. Was ist da drin? Es ist gefüllt mit benutzten Pinseln. Und es ist mit verschiedenen Zeichen Zeugs gefüllt. Ist da irgendwas Nützliches drin? Ah! Da ist ein Palettenschneider tief in der Box. Let's try it. Ups. Ahaha, ich habe nur Spaß gemacht. Du bist nicht mit gut mit Witzen, oder, Eve? Aber ich denke, ich werde das mal behalten. Weißt du, nur für den Fall. Warum hast du den jetzt? Du machst mir Angst. Just in case. Wozu brauchst du was zum Leute abkratzen? Abschlechten? Bestimmt schlechte ich mich noch ab oder so. Okay, nur eine böse Vorahnung. Okay, eine Skizze von irgendeinem seltsamen Ding. Leider kann ich es nicht sehen. Hallo! Und hallo! Und hallo! Und tschüss. Let's check this room first. Lass uns diesen Raum erst auschecken. Ich hab doch schon ausgecheckt, alles. I was checking everything. Die anderen Kartons sind zu Mädchen. Ach so, jetzt müsst du zu allen nochmal einen Kommentar setzen, was ich angeguckt habe. Okay. Ich sehe nichts wirklich Nützvolles hier. Sollen wir jetzt zurück zu Gary gehen? Oh oh. Wahoo! Oh, die Statue. Das hat mich erschreckt. Geh da weg, Frau.
Puh, der Ausgang. Wann hat es sich bewegt? War es nicht gegen die Wand gelehnt? Beweg es, Eve. Ja, ich soll es bewegen. Bist du wahnsinnig? Fertig, hoch. Punkt, Punkt, Punkt. Ah, nicht gut. Es bewegt sich nicht mal ein Stückchen. Was sollen wir tun, Eve? Wir können nicht rausgehen. Ja, geht ja nur den Weg. Nicht viel, dass wir anders... not much as we can do. Wir können nichts anderes tun, als diesen Weg zu gehen, Eve. Ich mag Gary nicht alleine lassen. Oh oh. Das ist ein komischer Kugel, das ist ein komischer Menschen. Hallo Kugel. Oh, ich hab die Kugel ausfallen lassen. Tut mir leid, ich wollte es eigentlich auffangen, aber da ist nicht. Ich konnte es nicht auffangen. Oh mein Gott, ist das seltsam. Hallo Gemälde. Clown. Jesus. Ich will, dass du Spaß hast, Eve. Komm zu einer spaßigen Welt ohne irgendwelche Erwachsenen. Wir werden zusammen sein. Du, ich und unsere Freunde. Du bist creepy, weißt du das? Was ist das? Ich frage mich, was Gary tut. Wir haben ihn irgendwie zurückgelassen. Oh, was habe ich getan? Sie brauchen lange. Ich frage mich, ob irgendwas passiert ist. Eve, Mary, könnt ihr mich hören? Nicht gut. Ah, ich wusste, ich hätte sie nicht alleine gehen lassen sollen. Was soll ich tun? Ich schätze, ich werde den Raum nochmal untersuchen. So sehr ich das auch hasse, darin wieder hineinzugehen. Ich kann Gary steuern. Ist das nicht cool? Boah, es ist nicht... Oho. Was habe ich denn alles? Ich habe eine Armbanduhr. Sie hat aufgehört zu ticken, seit der zur Galerie gekommen ist. Dann haben wir ein Feuerzeug. Nach Jahren der Nutzung ist es ziemlich wenig Öl drin. Und wir haben so eine blaue Rose. Good to know. Warum hat der 10 und ich hat nur 5? Ich hätte vielleicht speichern sollen. Oh Gott, Jesus Christ. Seriously? Ich habe nicht gespeichert. Bestimmt will ich jetzt abkratzen. Rote Augen. Ach so. Jeder sieht es anscheinend anders. Ich habe Hasen gesehen. Deswegen fand Gary das so seltsam. Gary hat keine Hasen gesehen. Gary sieht das. Und ja, ich verstehe das. Das sieht nicht süß aus. Egal, wie sehr ich es anschaue, es ist nicht süß. Ja, es ist wirklich nicht süß. Oh, das ist selber. Passiert wieder was, wenn ich da hingehe? Nichts von. Auf jeden Fall ist da nichts. Hm? Es hat sich bewegt. Warum habe ich das nicht früher gemerkt? Oh, gut. Ich komme hier raus. Eine verschreckende Puppe. Halt nicht verschreckend, eine. Ich kann es nicht gerade sagen. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich nichts an den Puppen machen. Die sehen wahrscheinlich alle gleich aus. Ja. Ja. Gehen wir da durch. Komme ich nicht durch. Tschüss. Hasta la vista. Ah, da vorne muss ich wahrscheinlich wieder. Ah, okay. Blaues Symbol heißt Gary. Rotes heißt Eve. Und was ist das da nochmal? Es gibt keinen Ausgang. Es gibt keinen Grund. Ich speichere hier mal. Was ist das Komisches auf dem Boden? Kann ich nichts mitmachen. Okay, da sind verschiedene Dinge, an denen ich anscheinend ziehen kann. Und das ist zugeschlossen. Was soll ich denn ziehen? Never mind. Ich gucke erstmal bei denen hoch. Ah, okay. Müsste das hier sein? Pull! Ja, es war das Richtige. Bin ich nicht awesome? Ja, ich bin awesome. Okay, und wechseln. Hallo, darf ich auf dich drauf? Tut mir leid. Eve, schau! Jetzt kommen wir rüber!
Es ist in Ordnung, drüber zu gehen. Ich schätze so. Darf ich wirklich? Oh! Ach, wie süß. Das hat lustige Geräusche gemacht. Irgendwas bewegt sich innen drin. Eve, lass uns die Box nicht aufmachen. Was ist da drin in der Box? Ups. Hat irgendwas gemacht. Ah, ich muss es wahrscheinlich zu Gary runterlassen. Jetzt wechseln wir wieder zu Gary rüber. Die Tür ist aufgegangen. Speichern. Und rein geht's. Hallo Puppe. Hallo, Gary. Ich mag es nicht, alleine zu sein. Nimm mich mit dir mit. Du bist mit? Na gut, du bist nicht mit. Das Ding, das mit mir redet, will mit. Noch ein Puppe. Hey, warum nimmst du mich nicht mit? Ich werde bestimmt gleich sauer. Warum ignorierst du mich? Hast du mich? Ja, ich hasse dich. Hey, spiel mit mir. Ich weiß eine Menge von Dingen, die Spaß machen, die wir tun können. Johoho. Ich habe auch viele Freunde. Ich werde euch vorstellen. Nein, ich will die nicht kennen. Die wollen mich bestimmt alle töten. Bleib hier für immer. Ja, danke. Soll ich nochmal mit dir reden? Nein, kannst nichts machen. Na, geh weg. Wie lange wirst du mir hinterhergehen? Genug davon. Ich habe keine Zeit, dein Kumpel zu sein. Nein, wir werden es nicht in die Wand schmettern. Wir machen das aus dem Weg befördern. Es wäre das Beste, hier nicht involviert zu werden. I'm sorry. Okay. Take me. Nimm mich mit. Okay, hier kann ich wieder tauschen. Oh Gott, speichern wir mal. Gucken wir mal, wie es den beiden Mädels geht. Auf geht's, Mädels. Doing! Ich finde das Geräusch sehr süß. Doing! Komische Wand, in der ich nichts machen kann. Hey Eve, kann ich dich etwas fragen? Ist Gary dein Vater? Nope. Also ist dein Vater jemand anderes. Ich verstehe. Ist deine Mama nett, Eve? Ja. Ah, das ist gut. Du willst deine Eltern bald wieder sehen, richtig? Ich will auch bald raus. Was haben wir denn Schönes? Okay, ziemlich viel. Ich mache jetzt Speichern. Und jetzt mache ich einen Cut, weil ich keine Ahnung habe, wie lange jetzt wir jetzt spielen. Und bis zum nächsten Part. Bye, bye.